Wenn Silizium 1. Eisen, das Lithium, die zwei Stück müssten wir eigentlich alles haben, ne? Magnesium brauchen wir noch. So, weil jetzt müssten wir auch den hier wieder herstellen können. Das brauchen wir ein Silizium, Silizium, Magnesium. Jetzt brauchen wir halt den Pot dazu. Den haben wir. So. Einmal kurz gegenchecken. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das, das. Oh nee, ich hatte doch gerade noch Wasser. Aber ich glaube, das Wasser ist jetzt gerade draußen in dem Ding verschwunden, ne? Unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Da werden wir, glaube ich, das Wasser wieder rausholen müssen. Wir lassen es noch ein bisschen drin. Was wäre denn das... Das ist die Dings generell. Sauerstoff, ihre Grasverteiler lässt draußen Gras wachsen, erzeugt Biomasse. Das wäre bei dem nächsten Sauerstoffding von 150. Okay, wir warten, bis die Nahrung fertig ist. Nochmal zwei Sauerstoff, um rüber zu laufen. Und dann kann das halt wieder wachsen, während wir da unterwegs sind. So, 88. Startrampe, Startrampe. 71 Energie. Krass, krass, krass. Also ich würde halt den hier gerne, super gerne bauen. Weil damit würden wir halt ein bisschen mehr Wärme produzieren. Also ein bisschen ist gut. Wir würden halt einiges mehr produzieren. Ich würde auch gerne den hier herstellen, weil dann sind wir bei 86 Energie, die wir produzieren. Dafür brauchen wir aber wieder Wasser. Bewässerung kritisch, ja. Ich hätte halt auch hier so einen Pot, glaube ich. Nee, komm, wir bauen hier so einen Pot ab. Du darfst stehen bleiben. Wir bauen hier so einen kleinen ab. Produzieren halt weniger. Und die haben kein Wasser. Boah, meine Güte. Ach. So, wie weit seid ihr? Ich brauche euch, Jungs. 89. 101. 2. 80, 90. Reach Clouds. 91. Kommt, kommt, kommt. Ich brauche halt Wasser. Ich muss gleich loslaufen. Also die Kürbisse oder was da ist, die haben halt deutlich mehr.
Raketentriebwerk, dafür braucht man ermöglicht das Fliegen der Luft und erhöht Bewegungsgeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit, Antrieb plus 150, okay. 91, weil wenn die hier halt durch sind, dann kann ich die halt mitnehmen, dann habe ich was zu futtern auch noch direkt mit dabei. Dann brauche ich da auch nicht mir irgendwie Sorgen zu machen dafür. Darüber. Und dann wachsen die halt direkt auch wieder nach. Habe ich das nicht? 1, 2. Wo ist der dritte? Habe ich nicht noch einen dritten? Ne, 1, 2. So, 100, den eingepackt. Was brauchen wir denn dafür? Ein Kobalt. Wir brauchen, glaube ich, Kobalt noch. Ja, ich muss gleich hier ein bisschen Ordnung reinschaffen. So, wir haben Sauerstoff ein bisschen. Ich glaube, das ganze Kobalt ist hier in die Dinger reingewandert. So, wir haben schon mal Wolken. Weil das Schöne ist, wenn wir eh jetzt zum Anfang hinlaufen. Ne, die verändern sich auch nicht. Wenn wir jetzt eh zum Anfang hinlaufen, haben wir halt den wundervollen Punkt, dass wir rein theoretisch Eis mitnehmen können. Was wir halt dringend brauchen. Ich hoffe, ich finde gleich unterwegs schon irgendwo Eis. Also Punkt A ist, wir können Eis mitnehmen. Punkt B ist, wir können am Anfang in diese Höhlen reinschauen. Wo wir halt... Ach, ich Idiot, da lang. Wo wir halt nicht durchgehen konnten, irgendwann mal in den ersten Anläufen. Weil da halt Eis gewesen ist. Und ich glaube, das Eis war irgendwas mit 75... KP irgendwas Blums, Dingsblums, wo das schmelzen sollte. Warning Sauerstoff niedrig, ja. Einen Sauerstoff haben wir jetzt verbraucht. Das heißt, wir sollten gleich auf mehrere Faktoren achten. Wir müssen einmal darauf achten, dass wir dieses Kobalt mitnehmen auf dem Weg. Wenn wir sehen, nehmen wir Eis mit. Weil Nahrung haben wir ein bisschen jetzt was mit. Und die Frage ist, irgendwie sind die Ressourcen ja ziemlich endlich. Das heißt, rein theoretisch müssen wir auch da aufpassen, nicht zu viel Blödsinn mitzunehmen. Oder nicht das ganze Zeug für Blödsinn zu verwenden. Halt immer noch kein Eis. Ich hoffe, neue Mitteilung erhalten. Und sorry, dass ich gar nicht dazu komme mit den Mitteilungen, aber Kräfte 100 Items. Aber das ist so stressig gerade die ganze Zeit. Ich wette mit euch, das sind bestimmt irgendwie super... Da ist Eis. Super wichtige Sachen mit dabei. Aber ich komme da einfach nicht dazu. Ich bin hier irgendwie gefühlt, entweder mache ich von Anfang an was falsch. Das, komm, wir laufen einmal jetzt zurück, bauen ein paar Sachen.
Waldbewässerung ist jetzt eh wieder niedrig. Sauerstoff ist gleich niedrig. Dann laufe ich einmal zu dem Punkt da hinten zurück. Als Sauerstoff haben wir mittlerweile zum Glück auch ein paar Sachen, was wir craften können. Da kann ich jetzt unbehindert auch wirklich die Sachen verwenden. Wenn ich Eis noch ein paar Sachen hier mitnehmen würde, dann würde ich, glaube ich, sogar wirklich... Da ist noch eine Kiste, glaube ich. Ja. Ein Wässerchen trinken. Eine Aubergine essen. Weil ich glaube, ich würde halt jetzt wirklich... sogar ein Nahrungspaket. Iridium, Iridium, das... Eigentlich müsste ich halt mehr Eis mitnehmen. Es würde mich halt so freuen, wenn ich eine Riesenkiste auch noch mitschleppen könnte, einfach nur. Meine Motorkiste von A nach B schleppen. So, wir nehmen dann noch drei Eis mit. Weil dann können wir uns, glaube ich, auch eine größere Sauerstoffflasche bauen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Gut, die Tasche ist voll. Also was halt auch nicht schlecht wäre, ist, wenn wir mehr Uranstäbe kriegen würden. Aubergine reinschaufeln. So. Da lang. Hier rüber. Also ich bin auch sehr gespannt, wann die Meere und so hier kommen, weil irgendwie soll sich das ja noch ein bisschen verändern. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Also der Himmel hat sich jetzt ein bisschen verändert. Aber bis jetzt haben wir ja hier super viel Lava etc. pp., wo wir aufpassen müssen, wie wir laufen. Sauerstoff neigt sich langsam dem Ende zu. Da schnabulieren wir mal kurz was. Und wir müssten ja eigentlich irgendwann mal auch so ein Upgrade kriegen für, dass wir Sachen kaputt machen können. So ein Chipsatz. Das würde uns ja auch helfen. Und wie gesagt, diesen Kompass-Upgrade, ich glaube, den haben wir bis jetzt fast nicht benutzt. Deswegen, da bin ich noch am Überlegen, ob wir den wirklich so dringend brauchen. So, 66, 66, 60, 89. Das sieht gut aus. So. Wir brauchen eins davon. Dafür brauchen wir erstmal... ein bisschen Platz. So, wir bräuchten Eisen, Titan, glaube ich. Eisen, Titan,
Aluminium. Mich gar nicht. Ich muss zweimal Eisen. Aluminium. Titan. Aluminium, Titan. Ne, das hier war das. Magnesium, Silizium. Silizium. Ein Eis kommt raus. Und Magnesium. Ne. Dann stellen wir uns den her. Dann haben wir 1, 2, 3. Und wir brauchen nichts mehr und können auch hier upgraden. Jetzt sind wir bei 370. Wir trinken ein Wässerchen. Wie viele haben wir eigentlich davon jetzt? So. 3. Das legen wir mal ab. Da legen wir mal Eis rein. 6, 7, oder? 4, 8, 9. Nee, das passt. Müssen wir den hier einmal bauen. Weil jetzt können wir so einen Brandstab, den wir haben, rein theoretisch hier reinpacken. Ein Aluminium, Titan, Silizium. Aluminium. Aluminium. Titan. Lithium. Ich hoffe, wir haben jetzt genügend Strom, um das auch mal irgendwie erweitern. Eisen, Eisen, Titan. Eisen, Eisen, Titan. Wir müssen doch irgendwie erweitern können. Da geht nicht, da geht nicht, da geht nicht. Da geht nicht, da geht nicht. Da geht. Da ist halt jetzt nur zugebaut ohne Ende. Aber das stört mich nicht. Wir brauchen jetzt ein paar Kistchen. Noch eine Kiste passt da nicht hin, ne? Wir hier gerade ein paar Sachen abwerfen. Neuer Erzextraktor. Das klingt auch spannend. Osmium. Oh, zum... Das sind ja Sachen mit dabei, die habe ich ja bis jetzt noch nicht einmal gehört. Osmium. Ja, kennen wir doch. Haben wir doch schon... 100.000 Mal hier gebraucht und so, ne? Osmium kennt man doch. So. Also, das erste ist, wir brauchen wieder eine Kiste. Eine Kiste, die halt so irgendwie steht. Jetzt packen wir hier. Ach, nee. Die Kiste kommen jetzt. Achso, warte mal. Gibt's da nicht so einen Schrank? Eisen, Eisen, Eisen. Muss ich mal kurz gucken. Bei denen hier. Oh, wow, geil. So. Die Sache ist sogar nicht so. Sondern wir machen das mal. So, jetzt brauchen wir am besten nochmal 3 Eisen.
Nahrung brauchen wir gerade nicht. Um da noch so einen Schatzpulle hinzustellen. Und ein Schatzkistchen. Jetzt können wir hier ein bisschen chronologisch Sachen reinpacken. So. Hier kommt dann Eisen, Silizium, Eis rein. Obwohl Eis würde ich gerne einzeln nochmal in so einer Kiste dann haben. Magnesium. Hier kommt dann Eis nochmal rein. Silizium, Aluminium. So Sonderdinger hin. Und der Standardkram hin. Und dann bräuchte man am besten noch einen später. Wie diese ganzen normalen Gedönse. Weil die packe ich jetzt erstmal hier rein. Der ist leer, der ist leer, der ist leer. Nein. Der sollte da rein. Da sollte jetzt Eisen rein. Hier Aluminium und das Gedöns. Hier das Zeug. Stoff, keine Ahnung, wofür wir Stoff brauchen. Da kann auch das hier rein. So. Jetzt haben wir hier noch ganz viel anderen Stuss. Und hier haben wir Eis drin, ne? Einmal was trinken. Einmal ein Eis hier raus. Was verbrazeln wir dazu? Wie weit bist du? 100, 90, 100, 100, 89. So. Wir haben jetzt eine große Sauerstoffflasche. Wir haben jetzt an sich könnten wir noch ein paar Sauerstoff herstellen. 2, 2. Wir könnten Schwefel. Ich wollte gerade sagen, wir können ja so ein Taschenlampenmodul 2 machen, aber nee. So, die wollen wir nicht zerlegen, Dinger. Die packen wir da rein. Wir haben dann Futter. 2 Wasser. Wir nehmen 2 Wasser Safety First nochmal mit. Und wir gehen jetzt hier nochmal rein.